Du riechst gut wie der Wald. Nicht, lass mich, Nikolas. Aber heute ist doch ein Tag, den wir feiern sollten. Ich habe Angst. Weil der Mönch tot ist? Es hat viele Monate gedauert, bis wir ihn endlich hatten. Er war an deinem Unglück schuld. Soll man mit Wein den Tod eines Menschen feiern? Wenn der Mensch ein Feind war, ja. Mit Wein und Liedern. Nein, das ist viel zu ernst. Dann ist die Frau Marquise mit unserem Benehmen nicht mehr einverstanden, ja? So ist es nicht gemeint. Ich lache gern mit euch, wenn alle meine Feinde bezahlt haben. Wieso alle? Wen meinst du damit? Alle meine Feinde. Auch Monsieur, den Bruder des Königs? Auch ihn habe ich gemeint. Du bist ja verrückt. Willst du, dass wir alle aufgehängt werden? Die Polin sagt also doch die Wahrheit. Geh meinetwegen zu ihr zurück. Nein, du verstehst mich falsch. Ob sie mich aufhängen, das ist mir ganz gleichgültig. Aber es geht um dein Leben, es geht um dich. Ich tue, was ich tun muss. Ich glaube, du wirst dich niemals ändern. Nein, niemals. Ich bin genauso wie in Montloup. In Montloup warst du lebensfroh und heiter. Und ich war verliebt in dich. Jetzt wohl nicht mehr. Doch, ich bin es noch. Was willst du? Ich bin ja da. Du bist nur aus einem einzigen Grund bei mir, um dich zu rächen. Dann wirst du mich verlassen und wirst wieder in deine Welt zurückkehren. Aber das mache ich nicht mit, Angelique. Ich werde es nicht zulassen. Ich liebe dich. Und solange ich lebe, bleibst du hier bei mir. Nicht, Nikolas, ich bitte dich. Ich verabscheue dich. Ich verabscheue dich. Mich verabscheue ich. Ach, lass nur. Dafür liebe ich dich umso mehr. Lass mich.